Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit der nächsten Episode unserer Train to Glory Karriere noch mit dem FC Bayern München. Wir haben ja in der letzten Folge diese Saison beendet, sind Meister geworden, haben also eigentlich alle unsere Ziele wirklich verwirklichen können, waren sogar deutlich besser, als ich das erwartet hätte. Ja, und in der letzten Folge habe ich da eine Umfrage gemacht bei euch, mit welcher Mannschaft wir jetzt weitermachen sollen. Da waren einige Mannschaften zur Auswahl und ich würde sagen, das Ergebnis schauen wir uns jetzt erstmal an. Hier haben wir jetzt also die Ergebnisse und ihr seht es schon, ihr habt fleißig abgestimmt. Danke erstmal natürlich an euch für eure fleißige Teilnahme. Aber ihr seht schon, Celtic Glasgow mit 6 Stimmen auf Platz 1, sehr, sehr knapp. Vor den Glasgow Rangers mit 5 Votes, also das war wirklich ein Vote-Unterschied dann am Ende und nochmal ein weniger hat Dynamo Dresden, also das waren eure Favoriten, Celtic, die Rangers und Dynamo Dresden. Am Ende, ja, ich denke, haben wir eine gute Wahl getroffen mit Celtic Glasgow. Das ist eine gute Mannschaft, mit der man auf jeden Fall um Titel mitspielen kann. Ich bin gespannt, was wir da machen können. Ihr habt entschieden, wir gehen zu Celtic Glasgow, wir sehen uns dann gleich wieder im Spiel. Und hier sind wir jetzt auch schon wieder im Spiel und ja, wir nehmen jetzt unser Angebot an, wir gehen zu Celtic. Nicht wundern, dass da jetzt steht, Land England, Liga Premier League, das liegt einfach daran, dass ich das Angebot mit dem Mod nochmal herbringen musste, denn FIFA speichert diese Angebote nicht. Das heißt, das Angebot von Celtic war leider nicht mehr da, dafür hatten wir 1000 Angebote aus der MLS. Dementsprechend nehmen wir jetzt hier das Celtic-Angebot aber an und dann werden wir dahin wechseln. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wir sehen uns dann gleich wieder am Anfang der neuen Saison. Und jetzt unterschreiben wir hier unseren Vertrag bei Celtic. Wird auf jeden Fall hoffentlich eine sehr, sehr geile Zeit. Ich bin auf jeden Fall auf die Mannschaft gespannt. Tatsächlich ist die Saison hier noch gar nicht vorbei. Das heißt, wir spielen jetzt einfach noch ein Finale. Wir können also tatsächlich es schaffen, in einer Saison mit 2 Mannschaften Titel zu gewinnen. Das ist ein bisschen komisch, ohne Frage. Aber gut, naja, das hier ist übrigens unsere Mannschaft. Könnt ihr schon mal reinschauen. Ja, also sieht ja ganz gut aus, paar richtig, richtig gute Spieler. Ich habe schon ein bisschen umgestellt, dass die Leute jetzt auch spielen, die wirklich was können. Das war vorher nämlich nicht der Fall. Und ja, das ist jetzt die beste Mannschaft. Ich bin gespannt, wir spielen jetzt erstmal mit der, um die wirkliche Kaderplanung machen wir uns Gedanken, wenn die Saison hier wirklich mal vorbei ist. Das heißt, wir starten jetzt einfach mal rein hier ins Spiel. Das können wir natürlich schnell simulieren. Wir wollen jetzt hier gar nicht so groß unsere Zeit drauf aufwenden. Das sind Titel, die wir nicht mitnehmen. Ja, wir nehmen sie auch nicht mit. Finde ich auch, glaube ich, ganz gut, dass wir hier das Finale verlieren. Wäre irgendwie komisch, wenn wir jetzt hier noch einen Titel mitnehmen, obwohl die Saison eigentlich schon vorbei ist. Hier sehen wir jetzt übrigens mal die Tabelle vom letzten Jahr. Das war mal richtig, richtig knapp. Die Rangers auf der 1. Knapp sind wir da ja nicht gelandet. Und auf 2 Celtic eben wir. Punktgleich, aber wir sind nur Zweiter geworden. Das heißt, ja, wir haben auf jeden Fall den Verein übernommen, der auch ein bisschen was machen möchte. Und nächstes Jahr dann hoffentlich dann den Titel auch gewinnt. City wird übrigens Champions League-Sieger, wie man hier sieht. Auch nett. Und wir gucken da mal. Ja, unsere besten Torschützen haben wir auch von uns. Also da können wir direkt drauf aufbauen. Torjäger brauchen wir vermutlich erstmal nicht. Hier sind wir jetzt also in der neuen Saison. Wir können uns ein Vorbereitungsturnier aussuchen. Ich denke, wir nehmen einfach das mit dem meisten Geld. Wir haben nämlich ziemlich, ziemlich viele Spieler verloren, die nur geliehen waren, habe ich mitbekommen. Das heißt, wir müssen mal gucken. Die Mannschaft ist relativ geschwächt worden. Das heißt, wir brauchen ein paar Transfers, wir brauchen also Geld. Dementsprechend nehmen wir das, was uns am meisten Geld bringt. Ich habe jetzt schon mal einige Spieler auf die Transferliste gepackt und zwar, wir haben einfach auf jeder Position ein paar Spieler, die einfach nicht benötigt werden. Ob es jetzt junge sind oder auch mal alte, die einfach nicht so richtig viel bringen. Ich habe die jetzt mal alle raufgepackt. Der beste Spieler, den wir abgeben, ja, das ist unser Torhüter Barkas. Er ist okay, aber ist halt 27, nicht wirklich gut. Ich überlege, ob wir da nicht dann vielleicht irgendwie noch einen Jungen holen oder ob wir sagen, wir holen tatsächlich einen älteren, der aber noch gut ist. Weil auf der Torhüter-Position macht das halt für ein Jahr echt nichts und das bringt uns ein bisschen mehr, als einen Barkas dann zu haben. Dann nehmen wir lieber das Geld mit und investieren das in eine andere Position, wo wir jetzt auf jeden Fall was machen müssen. Das müssen wir uns auch mal angucken. Und da ist ganz klar, wir haben, ich denke, ein gutes Mittelfeld. Da sind wir wirklich generell gut besetzt, haben hier auch noch mehr Leute, die wir da reinbringen können. Also Mittelfeld sind wir super, super besetzt. Innenverteidigung gefällt mir auch. Ayer, ein relativ junger noch mit 23 Jahren, neben Julien, einen wirklich erfahrenen Mann, der Führungsqualitäten hat auch. Ja, was uns natürlich fehlt, ist ganz klar ein Rechtsverteidiger. Da brauchen wir auf jeden Fall einen. Links bin ich ganz oft zufrieden mit Taylor und Bolingoli als Backup. Flügelspieler, da bräuchten wir auf jeden Fall auch noch einen. Also rechts und Flügel sind so die Positionen, wo wir es brauchen. Und einen Stürmer würde ich eventuell gerne auch noch holen, denn die Backup-Leute sind nicht so gut. Ich würde lieber Ayeti als Backup haben und dann einen besseren Stürmer holen. Also drei Positionen, wo ich gerne was machen würde. Rechtsverteidiger, Flügel und Stürmer. Und dann, denke ich, sind wir schon ganz gut aufgestellt. Denn so alles in allem ist diese Mannschaft wirklich nicht so schlecht.
Im Übrigen haben wir ein Transferbudget von fast 30 Millionen Euro. Also wir können auch relativ gut einkaufen, gerade wenn wir noch ein paar Leute abgeben, was ja das Ziel ist. Dann haben wir gut Geld, um dann auch Transfers tätigen zu können. Ich würde jetzt auch gleich mal schauen, was für Optionen es da gibt, was ich mir so einfallen lassen könnte, welche Spieler wir eventuell verpflichten könnten. Ihr könnt natürlich aber auch gerne wieder Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich denke nicht, dass wir jetzt in dieser Folge hier schon alle Transfers fix machen werden. So, ich habe jetzt schon auf die Suche gemacht nach ein paar Spielern, die wir eventuell verpflichten könnten. Hier haben wir erstmal drei Torhüter. Einmal Oliver Baumann. Ja, wobei ich bei dem noch nicht weiß, ob der nicht ein bisschen zu teuer wird, noch mit 31. Dann haben wir Benoit Costil. Bei ihm läuft der Vertrag aus. Relativ guter alter Torhüter, könnten wir auch nehmen. Wer natürlich auch sehr, sehr interessant ist. Ja, Gianluigi Buffon. 43 Jahre alt, immer noch eine 82er Gesamtstärke. Hat halt einen Wert von 0. Also ich weiß nicht, wie das läuft, ob wir den dann verpflichten können, aber den würde ich ja mal safe mitnehmen. 82er Gesamtstärke für 0 Euro, also da kann man nichts falsch machen. Da würde ich auf jeden Fall gleich mal anfragen. Dann für die Rechtsverteidigerposition drei junge Talente. Einmal Nico Williams von Liverpool, dann Devian Ranch von Ajax Amsterdam und Kilian Sardella vom RSC Anderlecht. Alles drei Talente, die preislich nicht überragend krass teuer sein sollten, aber alle Talent haben. Könnten wir auf jeden Fall mal beobachten. Und dann für die Flügelposition haben wir hier eine ganze Menge Spieler. Ian Poveda, ja, Karamoko Dembele zum Beispiel, den hatte ja eigentlich, der gehört ja eigentlich Celtic. Den haben sie aber an Rom verkauft. Da könnten wir eventuell überlegen, ob wir den wiederholen. Dann Alan Velasco, richtig interessanter Mann. Richtig klein, so ein kleiner Messi so ein bisschen. Auch ja eben Argentinier. Robin Hack wäre auch eine interessante Option. Mohamed Darami wäre auch interessant. Und für den Sturm haben wir nochmal drei Spieler. Karim Adeyemi, Brian Brobbery und Troy Parrott, alles drei interessante Jungs, alles junge Leute. Also da haben wir auf jeden Fall, denke ich, eine gute Bandbreite schon mal für jede Position. Ich scoute jetzt einfach mal, guck mal, wie weit die sind. Einziger, wo ich jetzt direkt vielleicht noch was machen wollen würde, ist Gianluigi Buffon. Denn warum soll man sich nicht für eine oder zwei Saisons einen 43-jährigen, 82 bewerteten Keeper umsonst holen? Und sie nehmen das hier tatsächlich an. Ich habe jetzt einfach mal 1.000 Euro geboten und das nehmen die tatsächlich an. Das ist auch nice, aber ja, gut. Dann spielen wir jetzt das erste Spiel im Vorbereitungsturnier gegen Saint-Étienne. Keine ganz einfache Gruppe. Mit Saint-Étienne und Genk haben wir da auf jeden Fall zwei gute Mannschaften mit drin. Gegen Antwerpen, denke ich, aber sollten wir eigentlich keine Probleme haben. Ich denke, wir simulieren das Ganze mal. Und wir holen uns hier am Ende auch den Sieg 1:0 für uns. Verdient, wenn man sich das Ganze mal so anguckt. Und wir holen die ersten drei Punkte im ersten Spiel, was wir hier wirklich spielen. Das Pokalspiel lasse ich jetzt einfach mal raus. Und Gianluigi Buffon hat das Angebot hier angenommen. Wir haben also einen neuen Torhüter. Buffon schließt sich hier Celtic nochmal im ganz, ganz hohen Alter seiner Karriere an. Ja, ich denke, der wird maximal noch eine Saison hier mit uns machen. Aber ey, 82er bewerteter Torhüter, so eine Erfahrung hinten drin, das kann uns einen richtigen Push geben. Und jetzt steht das nächste Spiel für uns an. Es geht gegen Genk. Im Tor natürlich jetzt Buffon. Ich bin gespannt, was das gibt. Ansonsten bin ich sehr gespannt. Ein Spieler von Genk habe ich mir tatsächlich auf die Transferliste gepackt, und zwar den guten Dorsch. Fände ich vielleicht auch ganz interessant fürs zentral-defensive Mittelfeld, da nochmal ein Upgrade zu finden für Soro, je nachdem, wie viel Geld wir dann eben über haben, wenn wir die anderen Positionen angegangen haben. Aber den habe ich auf jeden Fall mal auf die Scout-Liste gesetzt. Das Spiel können wir aber jetzt schnell simulieren. Und wir gewinnen auch das mit 2:1. Sehr, sehr gut. Ja gut, die Gegner waren noch ein paar 20. Minute mal weniger. Aber alles in allem nehmen wir auch hier die nächsten drei Punkte mit und sind damit schon beim Halbfinale des Vorbereitungsturniers relativ sicher. Und jetzt können wir auch das letzte Spiel in der Gruppenphase abhaken. Es geht gegen Antwerpen, da sollten wir normalerweise auch keine großen Probleme haben. Wir simulieren das Ganze. Oh, das verlieren wir sogar dann wieder, sind aber trotzdem im Halbfinale. Aber alles in allem ist das Spiel, wo ich gedacht hätte, das gewinnen wir am ehesten. Uns hat jetzt hier auch der erste Spieler verlassen. Bane geht zu Brentford, also nochmal ein bisschen Geld auf unser Transferbudget. Jetzt steht das Halbfinale gegen Kopenhagen an. Auch das Spiel werden wir relativ schnell abhaken können, denke ich mal. Aber wird nicht so ganz einfach. Wir kommen aber weiter. 2:0 gewinnen wir aus einem sehr, sehr ausgeglichenen Spiel, muss man aber sagen. Und das, obwohl wir seit der 42. Minute in Unterzahl spielen. Also starke Leistung hier von uns. Buffon mit einer 8:4. Richtig, richtig geil. Und Turnbull auch mit einer 9:0. Auch er war richtig gut. Und im Finale geht es jetzt hier gegen Genk. Die haben wir ja schon einmal geschlagen. Hoffen wir, dass wir es noch ein zweites Mal schaffen. Mannschaftstechnisch gibt es eine Änderung halt für die rote Karte und wir gewinnen auch das Finale. Somit haben wir auch hier das Vorbereitungsturnier gewonnen. Der nächste Sieg also für uns, das nächste Turnier, was wir hier gewinnen können. Ja, sehr, sehr geil. Die Mannschaft funktioniert schon mal richtig, richtig gut. Wenn wir jetzt noch an der einen oder anderen Stellschraube was verändern, können wir auch hier wieder eine richtig gute Mannschaft zusammenstellen. Die nächsten Spieler verlassen uns hier. Biton verlässt uns und auch Rogic verlässt uns. Aber das sind alle Spieler, die brauchen wir nicht wirklich. Wir nehmen das Geld mit und verdünnen unseren Kader ein bisschen. Und dann können wir, sobald die ganzen Scout-Berichte zu unseren Spielern da sind, da wirklich fett einkaufen. Und wir haben auch eine ganze Menge Geld dann.
Eigentlich wollte ich Albion Ayeti ja nicht verkaufen, aber der Hamburger SV bietet einfach 9,5 Millionen für einen Spieler, der einen Marktwert von 5 Millionen hat. Das ist ein richtig, richtig gutes Angebot. Und ich muss ehrlich sagen, das muss ich annehmen. Dafür holen wir uns vielleicht lieber einen richtig, richtig guten Stürmer, als ihn dann zu behalten, weil holy shit, das ist richtig viel Geld. Wir haben uns ja noch geeinigt über Griffiths. Das heißt, Griffiths wird auch verkauft. Und ihr seht schon, wir haben die ganze Scout-Berichte. Das heißt, jetzt gleich können wir erstmal in Transfers reinstarten. Den ersten Transfer, den ich hier gerne machen würde, ist neuer Rechtsverteidiger, weil das ist die Position, wo wir auf jeden Fall als erstes mal was machen wollen. Da haben wir jetzt die Auswahl zwischen den drei. Sehen alle ganz gut aus. Ich denke aber, ihn können wir rausnehmen. Mit einer 69 ist er doch noch ein bisschen zu schlecht. Nico Williams mit einer 71 ist ein bisschen billiger natürlich, weil er älter ist. Und natürlich noch eins schlechter als Devian Ranch. Aber Devian Ranch, ja, gefällt mir ein bisschen besser, muss ich sagen. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal gucken, dass wir uns mit Ajax da auf einen vernünftigen Preis einigen können. Und das konnten wir durchaus, 5,1 Millionen Euro plus eine Weiterverkaufsgebühr von 7%. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Deal. Ich hätte gedacht, dass sie deutlich mehr wollen. Und auch Spieler Nummer 2, den ich gerne verpflichten würde, kommt von Ajax Amsterdam, Brian Brobbery. Kommt hier, denke ich, zu uns. 73 Gesamtstärke ist somit genauso gut eigentlich wie unser jetziger Stürmer, nur halt 19 Jahre und hat noch richtig Potenzial nach oben. Das heißt, den würde ich auch mal verpflichten. Mal sehen, für wie viel Geld wir ihn bekommen. Auch hier kann man sich nicht beschweren. 6,8 Millionen plus eine Weiterverkaufsgebühr von 11%. Aber die Weiterverkaufsgebühr kann uns ja komplett egal sein. Und dann sind das hier sehr, sehr gute Preise für diese Spieler. Jetzt brauchen wir noch einen Flügelspieler und da habe ich zwei Leute jetzt im Blick. Wir haben sehr, sehr viel Geld über, das muss man ehrlich sagen, denn wir haben mit Ajax sehr, sehr gute Deals gemacht, haben aber auch sehr, sehr viele Spieler verkauft und da ist das Geld vom Stürmer noch nicht mehr mit drin gerechnet. Ich glaube, wir haben immer noch knapp über 20 Millionen auf jeden Fall, so 25 oder sowas. Und für den Preis kriegen wir auf jeden Fall einen Robin Hack oder einen Velasco. Velasco ist natürlich das deutlich, deutlich größere Talent, das muss man ganz ehrlich so sagen. Riesen, riesen Talent. Ja, ich würde versuchen, tatsächlich ihn zu bekommen. Allerdings weiß ich es nicht, den würde ich nur nehmen, wenn wir ihn im Bereich von bis zu 22 Millionen kriegen, alles drüber ist mir zu viel, dann würde ich auf Robin Hack umschwenken, weil den kriegen wir auf jeden Fall für den Preis. Dementsprechend starten wir mal rein in die Verhandlungen mit Velasco, eventuell holen wir ihn, ansonsten wie gesagt Hack. Irgendwie sind die hier alle unfassbar nett in den Verhandlungen, 18,4 Millionen Euro plus eine Weiterverkaufsgebühr, ich glaube von 19%, aber die kann es immerhin noch egal sein, aber 18,4 für einen Spieler, der angegeben wurde, mindestens 21 bis, glaube, 29 Millionen. Das ist ein super Deal. Also, for real, die verhandeln alle super nett mit uns. Und wir verkaufen jetzt hier aber auch erstmal nochmal zwei Spieler. Unser Stürmer geht zum HSV, aber da haben wir ja schon quasi Brobbery an der Angel. Hazard wird hier auch verkauft. Gut, nicht der gute Hazard oder keiner der guten Hazards. Dementsprechend kann es das auch relativ egal sein. Und wir haben nochmal zwei Transferangebote. Und der erste Spieler nimmt hier an, unser Rechtsverteidiger. Damit haben wir eine wichtige, wichtige Baustelle in der Mannschaft auf jeden Fall schon mal geschlossen, denn da hatten wir wirklich keinen guten Spieler bisher. Und auch die anderen beiden Spieler haben hier angenommen. Somit haben wir hier drei Transfers fix gemacht. Alles richtig, richtig gute Leute. Also die Mannschaft, sie nimmt jetzt schon richtig Formen an und gefällt mir richtig gut. Und das hier ist jetzt unsere erste Elf und die sieht schon richtig, richtig gut aus. Ich bin wirklich, wirklich zufrieden. Also zumindest mit der ersten Elf bin ich fast zufrieden. Eins, was wir mal gucken müssen, ist wegen Soro. Eventuell muss man da nochmal einen besseren ZDM holen, weil eine 72 reicht vielleicht doch nicht so ganz, weil wir mit Außenverteidigung da auch so besetzt sind. Also eventuell machen wir das auch einfach so, aber ich habe da schon ein Angebot am Laufen. Da kriegen wir, glaube ich, knapp über 8 Millionen für ihn. Da würde ich ihn auf jeden Fall abgeben und dann eventuell Dorsch dafür holen. Oder vielleicht habt ihr auch noch andere Vorschläge, wen wir da holen können als ZDM. Schreibt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, dann können wir das auf jeden Fall auch noch mit einbeziehen. Ja, ansonsten brauchen wir, glaube ich, noch einen Backup-Stürmer auf jeden Fall für Brobbery. Ja, Flügel haben wir eigentlich, ZOM haben wir eine Backup. Ja, für die Innenverteidigung brauchen wir auch nicht unbedingt einen, solange wir Henry haben. Rechts und links haben wir jeweils auch einen. Torhüter haben wir noch, Barkas, wenn der verkauft wird, müssen wir auch nochmal gucken. Also das sind so die Sachen, Backup, Torhüter eventuell, Stürmer-Backup auf jeden Fall und vielleicht nochmal einen neuen ZDM. Aber ansonsten bin ich mit dieser Mannschaft schon wirklich sehr, sehr zufrieden. Und jetzt steht hier schon das erste Saisonspiel an. Allerdings mache ich das natürlich in der nächsten Folge dann mit euch. Also wie gesagt, schreibt mir gerne noch eure Transfervorschläge in die Kommentare. Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Spieler, den wir noch dieser Mannschaft adden können. Transferbudgettechnisch haben wir halt immer noch 27 Millionen. Holy fuck, Alter. Also wir können auch richtig, richtig viel machen, theoretisch. Und wir kriegen ja nochmal Geld. Wenn wir Soro verkaufen, kriegen wir nochmal was. Also wir können theoretisch wirklich die Mannschaft komplett doppelt besetzen, überall. Können vielleicht auch noch was Besseres holen, eventuell nochmal einen besseren Stürmer sogar, vielleicht, wer weiß. Also wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten über Möglichkeiten. Schreibt gerne rein, was wir tun sollen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf unsere Karriere hier mit Celtic Glasgow. Bisher sieht es richtig, richtig gut aus. Wir haben eine Top-Mannschaft. Letztes Jahr knapp an der Meisterschaft mit den Rangers gescheitert.
oder an den Rangers gescheitert, so rum. Und dieses Jahr natürlich mit uns wollen wir natürlich dann mehr holen. Deswegen muss man die Mannschaft auch so gut aufstellen, wie es geht. Ich denke aber, dass wir eine gute Mannschaft zusammengestellt haben. Gerade einer, die mit Potenzial zum Ende der Saison noch mal ein bisschen mehr rausholen kann als die anderen wahrscheinlich. Dementsprechend bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn das so ist, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo für diesen Kanal da. Denn dann sehen wir uns auch das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale. I got it.